Trotzdem kann ich sagen, dass die Magnetventile untenrum und in der Stadt mehr Leistung generieren. Ja, das wäre so ein kleiner Turbo drauf. Aber, oh Digga, zweiter Gang durchdrehende Räder. Hey Leute, was geht ab? Ich wollte euch ja einmal über die neuen Magnetventile berichten. Was hat sich geändert? Was ist passiert? Hatte ich Probleme? Was ist besser geworden? Hat sich das gelohnt? Welche Teile sind denn am besten zu kaufen? Und wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Ich wollte euch einmal erzählen mit den Magnetventilen, was genau abgelaufen ist. Und zwar, ich habe die einmal neu gemacht. Am wichtigsten ist natürlich bei den Magnetventilen, dass ihr die original kauft. Kauft die Magnetventile, auch wenn sie leider teuer sind. 150 das Stück bei BMW, manchmal auch 130. Da haben sie ordentlich angezogen an der Preisschraube, waren mal günstiger die Dinger. Aber kauft in der Regel original, gerade die Magnetventile. Es gibt welche von Weico und Sidat und sowas. Und die von Weico haben bisher überhaupt nicht gut performt. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Die anderen weiß ich nicht bedingt gut. Aber die meisten, die halt nicht original gekauft haben, sind am Ende dann den Weg gegangen, dass sie die Nachbauteile weggeschmissen haben und haben sich dann die Originalen gekauft und dann waren die Probleme, die sie hatten, weg. Also deswegen, das wollte ich mir sparen, deswegen habe ich direkt die Originalen genommen. Einbau habe ich euch ja schon gezeigt, da verlinke ich nochmal das Video. Schaut euch das an, weil euch das interessiert. Und ansonsten, ja, hatte ich denn Probleme mit den Magnetventilen? Und wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass ich sie neu eingebaut habe? Probleme hatte ich nicht wirklich. Das heißt, es gibt zwar Nuancen, die sich jetzt gemerkt haben, die besser geworden sind, aber ich hatte jetzt keine Schwierigkeiten als solches, dass mein Motor schlecht lief oder ich gemerkt habe, das Auto macht Probleme, dass ich die jetzt unbedingt neu machen wollte. Der Grund war, warum ich sie neu gemacht habe, ist, ich habe jetzt 140.000 auf der Uhr, es sind noch wahrscheinlich die ersten und ich dachte, ja, kann man mal neu machen und hat sich auch gelohnt. Ah, die Verengung, die ist hier neu. Ah, auf neue Fahrradwege. Das ist ja auch wichtig, fährt ja kein Fahrradfahrer hier. Niemand. Aber Fahrradwege brauchen wir. Naja, zurück dazu. Also, hatte ich Probleme? Nicht wirklich. Die habe ich aus reiner Vorsorge getauscht. Ich habe aber durch den Tausch gemerkt, dass doch Probleme, wenn man sie so nennen kann, behoben worden sind. Also es hat sich der Motorlauf verbessert. Aber jetzt zu dem Problem. Typisches Problem für Magnetventile ist, wenn man zum Beispiel jetzt wie ich fährt, 60 im vierten und dann tritt man voll rein und dann geht ein ziemlich heftiger Schlag durchs Auto. Das macht da immer Klatsch und dann kommt erst die Leistung. Das ist einmal so ein Ding, dass die Magnetventile nicht gut funktionieren, weil sie sich nicht richtig öffnen und schließen können und dann das irgendwie einmal freischlägt. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht genau erklären, aber dann, wenn ihr das habt, ist es meistens, dass das Magnetventil nicht richtig arbeitet. Des Weiteren ist natürlich so ein bisschen der Punkt fehlende Leistung. Das bedeutet, wenn ihr fahrt und gerade in den unteren Drehzahlband und ihr reintritt, im zweiten und so, und das fühlt sich mal so ein bisschen träge an, dann kann man denken, ja, weiß ich nicht, der 330i braucht halt Drehzahl, braucht er ja auch, die liebt er ja auch, aber, oh Digga, zweiter Gang durchdrehende Räder. Ja, deswegen, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da ein bisschen so Leistung fehlt, aber das merkt man ja nicht, weil das Auto ja mit der Zeit ja an Leistung verliert und das geht so langsam, dass man das gar nicht mitbekommt. Das heißt, das war jetzt auch irgendwie nicht das Gefühl, dass ich dachte, dass ich das habe, sondern bei mir war es die Vorsorge. Aber wenn ihr so ein bisschen das Gefühl habt, dass so ein Auto zu langsam ist, dann auf jeden Fall Magnetventile tauschen. Ein weiterer Aspekt für ein Indiz der Magnetventile ist, wenn ihr einen kalten Motor habt, ihr habt den Motor gestartet, fahrt in niedrigen Drehzahlen rum, dann ist das Auto tendierend immer dazu, so ein bisschen so zu schaukeln. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, dann weiß er nicht ganz, was er machen soll. Da muss man irgendwie ein bisschen leichter Gas geben oder einen anderen Gang wählen, um höhere Drehzahl zu haben, dass er ein bisschen besser vorankommt. Das hatte ich aber hier minimal. Das war jetzt nicht wirklich ein Problem für mich. Ich habe da auch eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt. Aber das ist mir aufgefallen, dass das mit den neuen Magnetventilen wesentlich besser geworden ist. Das heißt, ein kalter Motor mit niedrigen Drehzahlen fährt sich jetzt mit den neuen Magnetventilen wesentlich angenehmer als vorher. Das ist natürlich auch eine Sache, die nimmt man ganz gerne mit. Und das ist eigentlich ganz nice. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt Magnetventile. Und zwar, ich merke, dass mein Wagen aus dem unteren Drehzahlband
wesentlich mehr Leistung abgibt. Also gerade so wie hier, dass er einfach, er hat ja glaube ich, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, aber um die 2500, 2700, glaube ich, sollen ja schon die 300 Newtonmeter anliegen. So, und jetzt fahre ich gerade im dritten 50 und tritt rein. Und jetzt habe ich schon 70 drauf, 75 war das. Und das ist eigentlich relativ fix. Und man merkt einfach in dem unteren Drehzahlband auch drunter, also bei 1500 Umdrehungen, so wie jetzt im vierten 1500 Umdrehungen, dass er einfach viel williger am Gas hängt und einfach die Newtonmeter, sage ich immer, stärker anliegen. Also das Auto fühlt sich von unten drum stärker an, was echt geil ist. Gerade wenn man in der Stadt ist und man muss ein bisschen mal vorankommen, mit dem Schalter natürlich, hat noch mehr Wert. Da schaltest du dann auch nicht sofort immer alle Gänge rum, sondern du hast einfach von unten rum ein bisschen mehr Druck. Der Motor fühlt sich neuer an, frischer an, lebendiger an. Und das ist, sage ich mal, so das, was ich festgestellt habe, was eigentlich ganz nice ist. Ich habe ein Video gemacht, 100, 200, alte Magnetventile, neue Magnetventile. Lustigerweise performt mein Auto mit den alten Magnetventilen besser als gerade mit den neuen. Aber ich bin mein Auto die letzten 1000 Kilometer sehr entspannt gefahren. Ich bin viel Landstrecke gefahren und das auf der Autobahn war viel Begrenzung 120. Das heißt, da gab es nicht viel Hackengas. Aber sonst die anderen Touren, die ich gefahren bin, waren eher Kurzstrecke, also Stadt. So. Und nicht viel Leistung habe ich abgerufen in letzter Zeit. Und deswegen, das habe ich schon immer festgestellt, dass ein Auto, das nicht richtig Leistung gefordert wird, dass er auf der Autobahn erstmal träge ist. Also mein erster Run, da hatte ich echt Schwierigkeiten, die 250 zu erreichen. Mit dem vierten, fünften Run waren die 250 wesentlich besser zu erreichen. Das dann mal so vorab als Info, dass du so ein bisschen Bescheid wirst. So, nun wäre natürlich interessant zu wissen, dass die Magnetventile auf der Autobahn besser performen müssten. Aber das haben sie jetzt gerade nicht, warum auch immer. Trotzdem kann ich sagen, dass die Magnetventile untenrum und in der Stadt mehr Leistung generieren, was echt Spaß macht. Trotzdem kann ich sagen, dass sie war einfach, ja, wie sage ich denn? Er war vorher nicht träge, aber jetzt würde ich sagen, er war safe träge. Und er fühlt sich an, als wäre so ein kleiner Turbo drauf, drauf geschnürt. Nein, aber die Leistung liegt einfach besser an. Ist echt nice. Und was auch stärker geworden ist, ich habe euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass in dem Drehzahlbereich so ab 5.500, 6.000 Euro macht nochmal beim 330i N52 B30 merkt man richtig, wie nochmal Leistung generiert wird. Also man merkt richtig in diesem oberen, in der oberen Pike, ne, wenn man sich die Leistungskurve ansieht, dass da nochmal richtig Leistung entsteht. Und wenn man so von unten raus beschleunigt, ist dieser Bereich jetzt nochmal wesentlich intensiver wahrnehmbar. Das heißt, wenn ich jetzt Gas gebe im zweiten und beschleunige mal raus, dann merke ich richtig so, und dann zieht von unten schon richtig geil hoch und dann denkt man, ja, 5, 5.5 und dann, und dann zieht er oben nochmal richtig nach. Und das ist ein ziemlich geiles Gefühl, wie er jetzt die Leistung entfaltet. Also er ist viel geiler auf die Drehzahl oben. Er ist viel geiler, wie er die Drehzahl freigeben will und wie er sie aufbaut. Und da ist einfach ein bisschen mehr Pep drin in der Kiste. Und das natürlich in Verbindung mit dem Drehzahl, mehr Drehzahl und Newtonmeter, sag ich mal, oder mehr Power von unten herum, ist das jetzt ein ziemlich gutes Konzept und der Motor fühlt sich frischer an. Also er fühlt sich an, als wäre er relativ frisch vom Band gelaufen und gut eingefahren. Ich fahre mal hier nach, das ist eine richtige Katastrophe. Und fühlt sich einfach ein bisschen wilder an und macht mehr Spaß. Das ist erstmal das, was ich euch dazu sagen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was darüber lernen. Und wenn ihr welche kauft, kauft die Originalen, sonst kauft ihr, weil es wahrscheinlich doppelt. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Und das war's in diesem Video. Bis dann. Peace.